Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der XL Farm auf der Estancia La Pacho. So, es hat eine ganze Weile gedauert, bis wir hier mal wieder ein bisschen was rausgebracht haben. Und zwischenzeitlich war ich deutlich aktiver, was Streaming angeht. Jetzt bin ich gerade mal am Gucken. Ich werde mich immer anpflanzen. Und zwar hatte ich mir, glaube ich, eigentlich auch was überlegt, was wir hier anpflanzen. Aber mit Sicherheit habe ich das in der Zwischenzeit schon wieder vergessen. So, ich denke aber, dass wir uns mit Soja Vorlieb nehmen werden. Da wir ja auch ordentlich schnell Geld verdienen wollen. Soja sind wir bei über 3000. Ich habe hier übrigens die neue Funktion Schwierigkeitsstufe Wirtschaft an. Das heißt, dort habe ich auf einfach gestellt. Das heißt, wir haben am meisten Ertrag. Gewinn. Also die Verkaufspreise sind einfach deutlich höher. Gut, so viel dazu. Wir werden jetzt hier mal ansehen. Soja habe ich ausgewählt. Und dann starten wir die ganze Geschichte mal. So, sieht eigentlich recht gut aus. Achso, wir hatten gesagt, wir wollen hier mehr Real Play machen. Deshalb werde ich mal gucken, dass ich hier die Bahn schon nach Möglichkeit onboard fahre. Wird natürlich zeitweise ein bisschen schwierig, weil ich mir da doch relativ schwer tue. Was jetzt diese Geschichte mit dem Ansehen hier zu tun hat. Ich glaube, das Ansehen, das werde ich wohl doch in dieser Kameraperspektive machen müssen. Damit es auch was Ordentliches gibt. Jetzt haben wir hier schnell Katastrophe im Stadt, dass nur das halbe Feld bepflanzt ist, so wie jetzt auch schon. Und wahrscheinlich hätte ich an den Traktor hier vorne noch ein Gewicht dran hängen sollen. So, ich werde jetzt probieren, relativ regelmäßig. Jetzt haben wir das Problem schon wieder. Ey, Mann, ey, Herrn. Ich habe doch noch gar nichts getrunken. Dass wir eben, wie angekündigt, Montag bis Freitag die Folgen hier von der XL-Farm raushauen, ist so der Plan. So 20, maximal 25 Minuten lang. Und dann schauen wir mal. Komplett einschlagen. Nur der Johnny hat schon ein bisschen zu kämpfen hier. Aufgrund der Größe der Maschine, aber die gehört einfach in die XL-Farm mit rein. Also das muss. Weil wir wollen ja auch relativ zeitnah hier fertig werden. So, inzwischen gibt es natürlich auch auf dieser Map-Version die ganzen Neuerungen mit der 1.2. Sodass wir hier auch das Land anpassen können und so weiter und so fort. Und ich denke, wir werden uns auch relativ bald dann noch entweder Pferde oder, ich meine, wir haben ja eine Ranch, ne, ist Estancia La Pacho. Entweder Pferde oder Schafe oder sogar beides organisieren. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, aber mit der Sämaschine kommen wir eigentlich relativ schnell voran. Mods habe ich hier natürlich jetzt inzwischen auch schon einige drauf. Werde ich einfach mal gucken, inwieweit wir die benutzen, beziehungsweise die sinngemäß auch benötigt werden, weil einfach so habe ich darauf eigentlich keine Lust. Jetzt werde ich hier nur gleich mal eine ordentliche Runde fahren. Nee. Oder auch nicht. Brauche hier ein Vorgewende. Zusammenklappen solltest du dich eigentlich nicht. So, wer es nicht gesehen hat, ich hatte ja auch angefangen, ein Roleplay-Projekt in der Timelapse zu starten. Das ist leider ein leidiges Thema. Können wir mal reingucken in das letzte Video, in die Nummer 4, Tag 4, von der Betting-Map. Da musste ich leider aufgeben, weil unser Spielstand nicht mehr funktioniert. Warum, weiß ich leider nicht. Also, darum eben die Frage an euch. Wenn ihr irgendwelche Infos habt oder wisst, warum, woran das hängen könnte, schreibt es mir gerne. Die Aussaat mit dieser Maschine ist natürlich schon mal ordentlich nice. Komm ich jetzt hier wieder? So, mit dieser Maschine geht die Aussaat natürlich relativ flott. Aber irgendwie ist es auch gewöhnungsbedürftig, so gewöhnungsbedürftig. Ist das das richtige Wort? Es bedarf Gewöhnung. Doch, eigentlich müsste das richtige Wort sein. Hier mit dem Kaliber hier über die Felder zu fahren. Ich meine, die Amazone Kondo, die war ja schon mächtig. Die hat zwar, glaube ich, sogar mehr Arbeitsbreite. Ja, 0,6 Meter. Aber die hier ist natürlich auch interessant. Die Stara ist das, glaube ich. Ja, die Stara. Estrella 32. Und wir fahren einen Scheiß hier zusammen. Wenn das der Chef sieht, sind wir unseren Job los. Und ich glaube, wir werden uns heute auf jeden Fall noch Schafe zulegen. Schafe geben uns ein konstantes Einkommen eigentlich. Und das ist halt dann doch recht gut. Thank you.
Aber irgendwie qualmt die Maschine aber. Ich hoffe mal, dass es nur Staub ist. Von dem Boden hier. Und kein Qualm. So, Feld nebendran, die Nummer 1 ist eigentlich erntereif, allerdings erst auf Stufe 2, deshalb würde ich da gerne noch eine Stufe warten. Allerdings haben wir einen Nachteil, wenn wir da wahrscheinlich Unkraut drauf kriegen. Muss man mal überlegen, ob wir da nicht vielleicht doch schon vorzeitig ernten. Dann geht uns halt so viel Erntereife 3 ist halt schon nochmal ein deutlicher Unterschied zu 2. Aber ist gut. Stimmt, den Flug haben wir da hinten auch stehen. Das sehe ich gerade. Wir haben auch beim Shop, glaube ich, noch ein Zetter oder sowas stehen. Den müssen wir dann auch mal abholen. Aber eigentlich noch ein bisschen Zeit, bis wir eben Heu brauchen. Ja, wie gesagt, wir werden uns jetzt auf jeden Fall einen Schafstall kaufen. Dann brauchen wir wahrscheinlich auch noch so einen Viehtransporter, oder? Da habe ich mir davon schon einen gekauft. Ich glaube nicht. So, fertig ist die Geschichte. Ich war hier Vollgas und ich denke, warum geht da nichts vorwärts? Irgendwie ist die ein bisschen langsam, der Johnny. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir hier reinkommen. Vielleicht sollten wir für die Sämaschine hier auch noch eine andere Unterstandsmöglichkeit suchen. Ach komm, aber mit zweimal rangieren hier. Schaut ja dann doch eigentlich ganz gut aus. Wenn wir da reinkommen. Die steht eigentlich schon, oder? Die steht schon auf Maximum. Nein. Dann können wir das so stehen lassen. Dann würde ich sagen, fahre ich noch schnell zum Shop. Mal hier ein bisschen einen anderen Weg. Und dann holen wir den Zetter noch ab. Falsche Seite, Pinker.
Stimmt, das Auto haben wir auch noch von. Hätte ich auch mit dem Auto wahrscheinlich den Zettel abholen können. Und so ein Lizard Pickup. Können wir nämlich noch beim Shop stehen. Genau, der Zettel steht noch hier. Mit dem Rückspiegel oben in dem rechts finde ich das Fahren eigentlich rückwärts, um irgendwas anzuhängen, voll easy. Also das ist wirklich sehr angenehm. Da braucht man sich keine großen Gedanken machen. Kann man immer relativ gut navigieren. So, wir gucken jetzt gleich mal, wo wir den Schafstall hinstellen. Beziehungsweise sollten wir erstmal gucken, was uns überhaupt alles gehört. So, ich werde mal überlegen, ob wir hier rechts einfach nochmal ein Feld kaufen. Wenn das oder einen Teilbereich kaufen, wenn das nicht zu teuer ist. Das hier, mit dem liebäugel ich. Ich meine, hier geradeaus haben wir auch Platz. Aber das ist halt noch nicht so optimal. Und den hier rückwärts reingeschoben. Wäre auch zu schön gewesen. So, dann gucken wir mal. 150.000 wollen die dafür. Sind die des Wahnsinns? So viel Kohle haben wir ja nicht. Ich will jetzt gerade mal gucken, was neben der 1 noch für Platz ist. Weil da geht ja noch ein bisschen Feld hinten raus. Könnte man da auch ein paar Schäfchen hinpflanzen. Hier. Da ist eigentlich genügend Platz. Voila, die Waldfee. Da können wir auch was Großes hinsetzen. Große Schafweite. 180.000. Alter, locker. Ach Gott. Ist hier mega viel Platz. Sogar hier unten schon. So. Und dann würde ich sagen, sollen wir es erst anpassen, aber dann haben wir vielleicht kein Geld mehr. Oh je, das ist riesig. So, planieren wäre das. Was macht der hier für eine Textur hin? Ich möchte nämlich schon irgendwo eine Ebene haben. Wir müssen nur gucken, dass wir nicht zu viel Geld raushauen. Sonst haben wir nichts mehr für unsere Tierchen.
So, das passt irgendwo. Dann müssen wir hier noch ein bisschen angleichen. Texturieren. Wo ist er denn? Den hier, oder? Oh, nee. Das auch nicht. Das hier? Auch nicht. Das hier? Das scheint zu passen. Dann machen wir hier mal einen schönen Weg. Schwierig. Das ist ein bisschen doof, weil ich die Kamera auf drehen. Aber so müsste es passen. Dann kaufen wir uns mal die Schäfchen. Den größten Hof. Ja, so rum, weil hinten müssen wir da nicht dran fahren. An die Seiten müssen wir. Ein bisschen noch rum, damit es richtig gerade ist, dann passt es. So sieht gut aus. So, liebe Schäfchen, also haben wir das auch erledigt. Da müssen wir uns natürlich noch ein paar Schafe kaufen. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Alles gerade hier fast. Naja, nicht wirklich. Da müssen wir noch ein bisschen ran. Das war irgendwie nicht so richtig zu sehen. So. Ich hoffe mal, dass wir dann noch Geld haben, um uns überhaupt Schafe kaufen zu können. Sind wir, glaube ich, fast auf einer Höhe, da passt. Und hier vorne hat man eine riesen Kante drin. Die muss man natürlich jetzt noch angleichen. So, lass mal gucken. Ah ja. So sieht das Ganze doch schon viel besser aus. Dann müssen wir jetzt aber auch noch kurz hier, oder? Das hier so machen. Dass wir hier auch gut drumherum fahren können. Oder beziehungsweise diese Wasser anliefern und was weiß ich. Was hier eben alles hin muss. Bauen. Ein bisschen hässlich. Aber geht nun mal nicht anders.
Spiele wird uns überall Geld abgezogen, obwohl die Textur schon vorhanden ist. So. Gut, wir kommen an alle Stellen ran, können überall ranfahren. Ist alles soweit angeglichen von der Höhe. Dann sind wir hier jetzt soweit fertig. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge morgen um 16 Uhr wieder. Bis dahin. Tschüssikowski.